Angst hat unendlich viele Facetten. Ob Existenz- oder Versagensangst, Angst vor Tieren, engen Räumen, der Außenwelt, dem Tod. Ob irrational oder nicht, die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Professor Dr. Willi Buthelo schrieb darüber ein Buch, über die aktive und kreative Bewältigung von Alltagsängsten. Der Titel des 240 Seiten langen Buches: Die Angst ist eine Kraft. Zuerst einmal geht es darum, dass die Menschen die Angst nicht nur als etwas erleben, was ihnen ständig Schwierigkeiten bereitet und was sie mit Medikamenten oder sonst was loswerden wollen, sondern dass sie wirklich verstehen, dass die Angst ein Messfühler ist für irgendetwas, was in ihrem Leben so schwierig ist und nicht anerkannt wird. Und wenn sie das verstanden haben, dann werden sie lernen, sich der Angst zuzuwenden und sich besser kennenlernen, indem sie ihre eigene Angst erforschen. Basierend auf seiner langjährigen Erfahrung als Psychotherapeut und wissenschaftlichen Befunden erläutert Professor Dr. Buthelo anhand von Fallbeispielen unterschiedliche Angstauslöser sowie die ablaufenden Prozesse und bietet tiefreichende Lösungsansätze für Menschen, die unter Ängste, Phobien und Panikattacken leiden. Auch Simone Bauer litt seit ihrem 5. Lebensjahr unter einer sozialen Phobie. Ob Referate in der Schule oder ein ganz normaler Smalltalk mit Arbeitskollegen. Für Simone ein wahrer Horror. Erst als sie sich traute, die Münchner Angstselbsthilfe zu besuchen, ging es ihr mit der Zeit immer besser. Man kommt in die Gruppe. Erstens mal dachte ich mir, oh Gott, mit welchen Freaks komme ich jetzt da zusammen? So, man hatte so seine Vorstellungen. Und dann saßen da total taffe Mädels, Jungs rum, wo ich nie gedacht hätte von außen, dass die irgendwelche Probleme haben. Die haben teilweise genauso soziale Phobie gehabt wie ich. Und dann einfach mit den Leuten, die halt schon weiter sind, die einem Tipps geben können, wie geht man damit um. Das ist ja das Grundding, nicht, dass man die Angst los wird, weil die wird man nie loswerden, sondern dass man einfach anders damit umgeht. Das ist das ganze Geheimnis. 25 Jahre Münchner Angst-Selbsthilfe. Mittlerweile gibt es allein in der Landeshauptstadt 15 Selbsthilfegruppen mit jeweils rund 14 Teilnehmern. Wöchentlich treffen sich bis zu 180 Menschen in verschiedenen Gesprächsrunden, um zu lernen, mit ihrer Angstproblematik umzugehen und zu einem normalen Alltag zurückzufinden. Diesen Rückhalt, den spürt man dann auch außerhalb der Gruppe und traut sich da auch mehr zu. Und dann vermehren sich die Erfolgserlebnisse, die ihn dann wieder bestätigen und das Selbstwertgefühl steigern. Und somit kann man einen Teufelskreislauf, in dem die meisten mit einer krankhaften Angst stecken, kann man auch durchbrechen und in einen sich positiv verstärkenden Kreislauf umwandeln. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.angstselbsthilfe.de.